Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. So, im letzten Part hatten wir ja die lange Cutscene. Und jetzt können wir ja frei wählen. Okay, Südseeinseln. Ist das dann so ein bisschen tropischer? London? Oh, da hätte ich auch Bock jetzt drauf. Nevada. Ja, weil drei Artefakte gibt es hier noch. Südseeinseln. Ich würde sagen, ich gehe hier direkt rein. Oder London? Ne, ich gehe hier direkt rein. Es hört sich aber so an, als hätten auch einige Unterwasserlevel. Oh. Das heißt nicht, wir fahren auch Kajak. Dinos? Sehr schön. Oh nein, unter Wasser. Da habe ich nicht so Bock drauf. Achso. Ich dachte, das wären Piranhas. Also schon optisch gut gemacht, aber Kontrastverhältnis, das ist wieder ganz merkwürdig. Also die letzten Level bei Tomb Raider 2, dachte ich, das war irgendwie so eine Modder-Edition. Hat irgendwie wenig mit dem Hauptspiel zu tun, wegen Kontrast und sonst wie alles und Levelaufbau. Ist einfach nur der Kontrast komisch. Geil. Das passt so irgendwie gar nicht bisher. Sieht so ein bisschen aus, als trifft Tomb Raider Crash Bandicoot. Was haben wir denn da hinten? Geht's denn vielleicht erst weiter oder es geht hier rein? Ah, okay. Das machen wir. Hier hoch. Muss mir merken, hier geht's auch weiter. Okay. Ein Faderstein. Okay, den könnte ich einsetzen, ja, ne? Achso, kann ich jetzt, oder? Ah, okay. Wahnsinn. Mal hier. Nix. Okay. Müssen wir erst da lang, das gefällt mir. Feuer. Oh, kriegen wir hier einen Überblick? Was ist das? Ist wieder so arschdunkelndes Level. Mag ich nicht. Komm ich von hier ran? Nee, ne? Oh doch. Bringt mir das irgendwas? Nee, ne? Cool. Zumindest noch nicht. So, ach, sie hat ja auch andere Klamotten an, ne? Hm. Naja, wie bei Werner Flachkörper. So. Ist das atmosphärisch? Also, schon irgendwie cool. Ja, sie ist jetzt, ja, okay. Sehr schlecht gealtert, aber irgendwie auch wieder geil. Schön. Die Bucht und alles. Wie aus wenig mit denen viel gemacht wurde. Gerade wenn es so Richtung Comic geht, hat man da schon Besseres gesehen. Spyro zum Beispiel auch. Aber das, was das ist, geil. Lass mich hier hochkommen. Ne. Ja. Ja, schwierig, ne? Soll ich doch da irgendwo rechts rein? Könnte ich rauf und dann... Dich von da irgendwo hin. Okay. Am Anfang hatten wir uns nicht sehr genau angeguckt. Da ist ein Wasserfall, können wir bestimmt durch.
Ich freue mich auch schon, wenn wir zu Spielen wie King Kong kommen. Das habe ich super gerne gespielt auf der PS2. War doch Wahnsinn, wie komplex das Spiel war. Also, dass du später dann auch King Kong gespielt hast, die Insel war super gemacht. Es war auch so eine krasse Atmosphäre. Können wir hier hoch? Ne. Schon wieder so hoch skaliert. Er hat schon wieder irgendwie auf 4K gestellt. Ist nicht gut. Weil dann siehst du halt wieder so Texturen flackern. Komme ich hier nicht hoch oder was da? Jetzt anscheinend. Haben wir hier was? Nö. Und sehr laggy. 17, also ne, emuliert ja die Konsole 1720 FPS. Passiert halt hier eine Menge, und dann hast du auch noch das Wasser. Ist hier was drunter? Wasser, was sich bewegt. Ist die Framerate stabiler? Cool gemacht. Was ist das mit dem Kontrast versaut so ein bisschen? Ah, was haben wir denn hier? Gucke mal. Zu hoch oder was? Welchen Bug? Ah, jetzt. Ah, okay. Da hinten war auch nix. Ah, hier. Okay. Ja, sollst du auch ein bisschen tauchen. Wie heißt das Ding? Schlüssel des Schmugglers. Ja klar, musst verstecken. Richtig. Sonst irgendwas hier? Wirst du bestimmt irgendein Secret oder so haben. Nee, hier kommst du nicht mehr hin. Da hinten siehst du, dass sie Texturen gar nicht gemacht haben. Okay. Also vollkommen, weiß ich, übersättigt eigentlich nicht, aber der Kontrast zu hoch tut schon echt weh in den Ohren. Was haben wir hier eigentlich? Ach, das ist ein Goldberg, oder? Hat nicht mehr ins Portemonnaie gepasst. Was haben wir hier? Schlüssel haben wir. Das war eher unclever. Schon eine geile Atmosphäre. Rauskommen muss ich ja irgendwie wieder. Okay. Sehr gut. Ist das. Nee, Dinos, wie im ersten Teil komme ich mir gerade hier vor. Da oben ist die Brücke, das ist so eine Anspielung auf den ersten Teil. Hier kommt hundertprozentig jetzt ein Dino. Halt nicht ein T-Rex.
So schräg, ne? Ja. Ah, die Beleuchtung hier. Ja. Immer da. Hätte der mich überhaupt angegriffen? Sind da wirklich auf Skull Island? Ist was dabei? Sind die Mönche aus dem zweiten Teil? Da sind jetzt ein bisschen wild geworden, aber Religion verändert Menschen. Oh. So, und hier gibt es auch keinen Stopper, ne? Ich mache einfach den. Weil es dann nebenbei nur Schanze. Nein! Mich hoch? Nein! Nein, 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 nein! Komm, komm, dreh dich! Dreh dich bitte, 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 bitte! Ich hänge! Warum hänge ich? Da natürlich erst gespeichert. So, mal sehen, was passiert, wenn ich den nicht angreife. Hallo? Versuche seine Sprache zu verstehen. Glaube, er hat Hunger. Zuerst, ich war ja vor mir hingekniet. Was ist denn, wenn ich ganz bedächtig laufe? Andere Idee. Ich komme unterwürfig an. Daran hatten sie wohl viel gearbeitet, so das ne, also Gegnerverhalten, wie bewegen sich Menschen und so. Also halt die KI vorwiegend. Interessant. Erstaunlich, wie man rüberkommt. Hat ja schon wieder vergessen, dass da das Zeug ist. Ich brauche mein Quad. Kann man machen. Sah kurz aus wie eine Handpflanze auf dem Ding. Wir hatten schon lange kein großes mehr gesehen. Da komme ich nicht hoch, aber eventuell runter. Boah, wie das aussieht. Schlecht. Um die Brücke beleuchtet, die im Schatten, aber Licht da drüber. Schön. Schön, schön. Na, Dännchen.
Oh, sind wieder Giftpfeile. Na, hör mal. Geht hier, oder was? Nochmal Luftlever. Zink, zink, glaube ich, wieder. Kannst nichts machen. Da ist vorbei. Schuss wird lustig, quasi. Schwierig. Komm ich hier lang? Sehr, sehr gut. Super gemacht. Er hat ein bisschen an Uncharted. Komme ich noch nicht rauf? Ich von der linken Seite, ich glaube ja nicht. Da schlumpert doch schon wieder einer rum, oder? Hm. Ist ja talentiert. Das hätte denken können, kämpfen ist eine Inselbegabung, aber ist nicht. Schon geil gemacht, das Level. Es wird jetzt nicht so wow groß, oder? Bin so gespannt, ey. Ich dachte, das wäre eine Treppe, aber auch schick. Was ein Speicherkristall. Musik ist geil. Komm ich da rüber? Ne. Komm ich hier runter? Ja. Komm ich von da unten wieder hoch? Weiß ich nicht. Komm ich von da unten wieder hoch? Ja, ich komm von da unten runter. Na dann schauen wir mal. Das sieht schon geil aus. Ach, warum 4K, ey? Man sieht die Blöcke. Deswegen PS1 niemals auf 4K stellen. So, ich kann nichts gegen machen. Oder? Okay. Aber gucken, ob ich rüberkomme. Oder unter dem Wasserfall. Das probieren wir als erstes. Ein Wasserfall. Ich glaube, da ist nichts. Sie hat sich fast festgehalten, ne? Das muss ein bisschen zu weit weg vielleicht. Ah. Ich würde sagen, wir versuchen mal darüber. Ich glaube, Ergebnis ist ähnlich. Okay. So. Was ich machen könnte. Komme ich von hier darüber? Naja, aber da schräg wahrscheinlich. Das ist ein Fußabdruck von mir.
Ja, hier siehst du halt schön so dieser extrem übertriebene Kontrast. Haben sie noch gar nicht nötig. Aber irgendwie echt beliebt damals. Ist hier schon hart an der Grenze. Mehr dürfte es nicht sein. Rüber. Ich freue mich auch auf Dino Crisis. Du musst gerade irgendwie an Jurassic Park denken, an Resident Evil, an Jurassic Park und Resident Evil, und das ist ja Dino Crisis, ne? Kannst du hier hin, oder nicht? Was ist das denn? Ist hier hinten nichts? Macht mir ein bisschen Angst. Ein Herz. Kümmersherbst. Herz. Schlangenstein. Seiche. Sieht ein bisschen nach Halloween in unserer Tasche aus. Suche ich ihn. Ah, die da hinten. Hier. Ja, 76. Okay, cool. Ja, man denkt immer, ne? Das ist das Problem, einfach mal nicht denken. Und fahren hier wieder zurück. Genau da gespeichert, wo sie Fackel anmacht. Das ist natürlich ein bisschen abgelenkt, die Gute. Ich glaube, das ist extra so gemacht, dass du hier nicht mehr hochkommst. Aber blöd, ich weiß ja nicht, was auf der anderen Seite ist. So, jetzt, das ist es. Kurz hier unten. Sehr gut. Vielleicht habe ich es übertrieben. Geht schon. Stimmt, der leider. Noch hat es was in der Hand. Cool. Hat schon einen geilen Flair hier, die Südseeinseln. Deswegen wollte ich die auch als erstes nehmen. Dann beim Raufdrücken ist mir eingefallen, oh, könnte auch Unterwasserlevel heißen. Was wurde mir als erstes empfohlen? Ich hatte Bock drauf. Pascha. Weiß nicht mehr ganz, wer das war. Ich glaube Tobias, ne? Er meinte, ich soll eine bestimmte Sache als erstes machen. Ich hatte vergessen, welche. Ich konnte auch nicht nachgucken, weil es war genau drinne jetzt in der Aufnahmesession. Also war ja eigentlich bei Partwechsel, also ich hätte nachgucken können. Ist da aber auch nicht welcher Kommentar, also unter welchem Teil. Ich habe auch rausfinden können, ja gut. Vielleicht ein bisschen Faulheit auch. Hat sich auf, ne? Na klar. Das haben sie natürlich genial gemacht. Wir müssen auf den Baum. Wir müssen da links auch hin. Wir müssen überall noch hin. Okay, da müssen wir hin. Da kommen wir hoch. Unten waren wir noch nicht. Das war, glaube ich, nicht schlimm. Oh, knapp. Oh, ist das knappes Ding. Irgendwie habe ich richtig Bock auf das Level. Ich höre jemand.
Oder als ob er mich angegriffen hätte. Merkst du, bei mir fehlt die Bildung. Ich weiß ja nicht mal, wie ein Fernseher zu bedienen ist. Okay, hier könnte ich jetzt einen schon reinpacken. Wir müssen wahrscheinlich eh zurück wegen dem Schlüssel. Erst das offen. Genau, zwei weitere fehlen. Den jetzt fix rausnehmen, kann ich dir austauschen. Schön, das Level. Ich habe eh immer so, oder hatte beim zweiten Teil das Gefühl, dass die ersten Level einfach zum Abschrecken waren. Danach ging das, oder man hat sich einfach dran gewöhnt. Achso, okay. Also wirklich grübeln musste es jetzt in dem Level bisher noch nicht. Abwarten. Willst du nicht heraufbeschwören? Komm ich hier hoch? Nee, ne? Ja, cool. Ah, eigentlich schon. Wollen sie nicht. Schön ins Feuer springen. Ah, siehst du, da oben geht's auch rein. Okay. Dann brauchen wir immer noch den oben rechts. Geht's bestimmt durch den Schlüssel rein, da zur Tür. Dann können wir vielleicht hier oben raus. Oder ich? Nee, keine Ahnung. Hier wird es nicht weiter. Ja, vielleicht komme ich. Ja, doch, von hier da irgendwie hin. Also da hoch. Ich halt hier raufkommen, aber glaube nicht. Sieht so machbar aus, ne? Böse. Okay, dann doch. Mach mal doch den hier. Lassen uns hier reinfallen. Na gut, vielleicht doch nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal zurück. Können wir von der Leiter auffallen lassen. Jetzt wieder den ganzen Weg zurück. War sein, dass es hier doch hoch geht. Hängt da am Baum ein Seil? Sieht gerade so aus. Schon schön, ne? Wenn du so guckst. Ja, etwas.
Ah ja, okay. Vielleicht muss ich. Ah, okay, ich dachte, hier geht's nicht lang. Vielleicht muss ich doch. Ah, die Burg. Später erst den Schlüssel benutzen. Sorry. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr am nächsten Part. Wenn es gefallen hat, super, super gern Daumen nach oben. Wünsche euch einen wunderschönen Abend und in 3 Tagen nächster Part. Bis dahin.